So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS. Und ich muss erst mal kurz gucken. So, Euro Truck Simulator 2 mit Steam. Ach Quatsch, jetzt habe ich die Steam-Version gestartet. Halt. Ja. Ach so. Gut, ihr seht natürlich auch wieder gar nichts. Sehr schön. Egal, ist sowieso das Falsche. So. Terminal und Euro. Auch Sakrileg. Das müsste das sein. Ich gucke noch mal kurz nach. So. Let's go. Das sollte passen. Die Kamera ist komplett falsch eingestellt hier. Was ist denn hier los? Aha. Besser aus. Genau. So, la la la. Spiel wohl auf einer. Ja. Oh, okay. Oh, man merkt schon, es ist schon eine Weile her. was ist Ronny? Bin ich hier? Doch, es ist richtig, ne? Das genau, bist du. Why? Ich habe in letzter Zeit mit so vielen verschiedenen Spielständen gespielt, bin gerade komplett ein bisschen Brei in der Birne. Aber das sollte alles passen. So, wir hatten die letzte Mission, hatten wir abgeschlossen gehabt, soweit ich weiß. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, wo wir waren, aber ich wüsste nicht, dass wir irgendwo mitten in der Mission abgebrochen hätten. Das heißt, weil, ne, wir werden ja jetzt zurückgesetzt aufgrund der neuen Version. Da sollte also nichts verloren gehen. Hoffe ich. Wenn doch, auch egal. Antwort ewig. Da-di-dum, so, Änderung festgestellt, genau, wurde zurückgestellt, alles klaro. Und wir müssen jetzt, wo waren wir? Wir sind mit unserem LKW. Wir sind. Wo sind wir denn zum Teufel nochmal? In Basti. Okay. Okay, wir haben hier doch schon relativ viel erforscht mittlerweile. Okay. Ja gut, außer, ne, dieser blinde Fleck auf dieser Landkarte. Oh, hier hinten waren wir auch schon. Stimmt, die waren wir letztens, ne? Da habe ich ja letztens hier, keine Ahnung. Was ist das hier? Kann sein. Ja. Genau. Hatten wir denn nicht auch eine Garage gekauft gehabt? Ich bin gerade. Doch, wir hatten doch noch eine Garage gekauft gehabt. Nee, sind alles nur welche, die wir kaufen können. Achso, jetzt warte kurz. Verkäufliche Garage, ja, ist doch falsch. Wir brauchen eigene. Daumen. Halt, hallo, klick doch mal an. Danke. So. Nee, wir haben bisher nur die eine Garage. Wir haben nur eine einzige Garage und da haben wir eine, sehe ich gerade. Wow. Mann, bei dem Spiel haben wir noch fast gar nichts. Was ist denn hier los? Garagenmanager? Wir haben echt nur zwei Garagen. Das ist ja heftig. Fahrermanager? Alle haben schön bunte LKWs. So gefällt mir das. Okay. Ah, ich stehe schon. Gut. Okay. Das heißt. Wir können direkt mit Missionen weitermachen. Ich würde aber ganz gerne mal wieder ein paar Schwerlasttransporte machen. Das heißt, das war bei schneller Aufdreh. Ja, ist die Frage, nutzen wir unsere eigenen LKW dafür oder nicht? Nee, machen wir komplett mit allem gestellt.
Das sieht doch gut aus. Das ist da oben in Norwegen. Oh. Das klingt doch verdammt gut. Spannend, ist mir zu langweilig. Interessiert keine Sau. Bulgarien könnten wir auch nehmen. Wisst ihr was? Nö. Wir machen schon das Ding hier in den Bergen in Norwegen. Let's go. 730 PS, Scania. Okay. Klingt doch ganz vernünftig. Ah, da fehlen ein paar Räder, gell? Ich meine, wenn er Räder hätte, könnte er auch alleine fahren. Wie die da alle auf der Fahrbahn rumstehen. Leute, ich muss da langfahren. Was ist los mit euch? Deine Warnweste schützt dich auch nicht. Wir uns halt zu winken, wie soll stehen bleiben, obwohl wir gar nicht so noch gar nicht fahren, ne? Was ein Idiot. So, beachte Spezial, genau. Ach, jetzt hat er sich nach da hinten verpisst. Okay. So. Ich glaube, die Stelle kennen wir sogar, ne? Da hinten diese komische Bergdingsmonster da. Kommt mir doch sehr bekannt vor. Gut, das heißt, wir Los. haben einen Motor. Das ist schon mal schön. Da würde ich mal sagen. Achso, siehst du, halt. Musik. Ach ja, genau, das hatte ich ja schon vor einer Weile gemacht. Ich habe jetzt mal unsere Playlist erweitert. Ne? Wir hatten ja so über 100 Lieder. Und jetzt haben wir aber so über ein paar hundert Lieder. Auch alles von No Copyright Sounds, also NCS, von YouTube. Aber ich habe jetzt noch ein paar mehr Playlisten runtergeladen. Wir haben also ein bisschen mehr Vielfalt. Okay, interessant. Gut. Wir haben, geben Gas. So, links alles frei. Nee, rechts alles frei und links sieht gar nichts. Erstmal hier Sitz einstellen. 71, was ist das für eine komische Zahl? So, wir machen mal hier schön. 75 sollte reichen. Ja, 75 sollte reichen. So, und jetzt Spiegel einstellen. Da haben wir. Den LKW müssen wir nicht sehen. Wie der aussieht, wissen wir. So, vorne. Seite. Rechts ist eigentlich weitestgehend egal. Ich mache mal trotzdem. So, Weitwinkel. Einmal nach ganz links. Das ist vielleicht ein bisschen sehr weit. Okay, also nur so links, aber nach ganz unten. Damit wir das schöne toten Winkel so weit wie es geht wundern können. Und das gleiche einmal rechts. Schöne toten Winkel. Achso, und nochmal, ne, für die, die es immer noch nicht geschnallt haben, wofür dieser und dieser Spiegel da ist. Man selber als LKW-Fahrer sitzt ja auf der, also jetzt rechten Seite, aber halt aus Fahrersicht auf der linken Seite. Das heißt, man kann hier auf der rechten Seite im LKW nicht runtergucken. Ne? Links kannst du dich einfach aus dem Fenster lehnen. Also so hier aus dem Fenster lehnen und dann runter gucken. Ne? Hier kannst du also alles überblicken. Auf der rechten Seite geht das natürlich nicht. Deswegen ist dafür dieser Spiegel da. Und der Spiegel ist halt dafür da, dass du an der Motorhaube runter gucken kannst. Ob da irgendwelche Kinder vor dem LKW rumspielen, zum Beispiel. Ne, weil da jemand letztens in den Kommentaren, also schon eine Weile her, in den Kommentaren gefragt hat, warum da ein Spiegel ist, obwohl da gar keiner sitzt. Also, oder anders gesagt, obwohl der Fahrer hier auf der linken Seite ist, also hier der Spiegel sein müsste. Aber eben genau andersrum, weil dadurch, dass er hier sitzt, braucht er hier keinen Spiegel. Das ist so die Logik dahinter. So, Spiegel alle eingestellt, wir können losfahren. Ich habe ein bisschen Angst rechts vor der Leitplanke da.
Oh, wir haben mal ein bisschen Gas hier, ne? Let's go! Wie sieht es eigentlich aus mit Speicherpunkten? Wir haben letztens tatsächlich bei beiden gespeichert. 9.10. könnte hinkommen. Alter, wie lange ich schon nicht mehr ETS gespielt habe, ne? Wow. Ist mittlerweile 2 Monate her. Nee, Quatsch. Hä? 9.10. ist mittlerweile 3 Monate her. Boah, Alter. Heilige Scheiße. Okay. Nice. Kein Wunder, dass ich mich da fast nicht erinnern kann. Lol. So. Ist ja wirklich hier super eng. Die Sandhügel links hätten sie ruhig wegmachen können. Warum ist da die schwarzen Steine? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, 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 ja. Stimmt ja, stimmt ja, die europäischen Hänger schwenken hier hinten aus. Verdammt. Hat er jetzt links bei den Steinen voll aufgesetzt. Upsili. Weil der, warum ich gerade so extrem nach links gezogen bin bei der Kurve da, ist halt der mit der Auflieger hinterherkommen kann, aber eben. Da habe ich nicht bedacht, dass die europäischen Auflieger ja ausschwenken. Und das dementsprechend genau falsch war. Alter, links ist zu, rechts, Straße viel zu eng. So, hier haben wir jetzt Platz, wollte ich gerade sagen. Wir sind immer aufgehangen. Hä, wir hängen doch nirgendwo. Ist doch, wo zum Fick hängen wir denn jetzt? Kann ich fahren? Nee, ich kann nicht fahren. Wir hängen irgendwo fest. Na super, fängt ja geil an. Jetzt sag nicht, dass da, dass hier eine Alpha-Wand hochgeht. Wenn ja, kotze ich. Im Strahl. Wir hängen auf irgendeiner Alpha-Wand fest. Och nö, Leute. Fängt ja direkt wieder gut an. Das ist doch nicht wahr. Verdammt. Stimmt ja. Hey, wir können die Route gleich verlassen. Oh, fuck my life. Ladies and gentlemen, we have a problem. I need my Pina Colada. Verdammt, noch eins dazu genäht hier. So, Differentialspüre rein, bringt aber garantiert auch nichts. Weil mehr als dass ich alle 4 Räder drehen kann, ich's, ne? Also. ja, ne, wir hängen richtig schön drauf. Also, da bewegt sich halt gar nichts so. Das Problem ist, wenn ich jetzt meinen LKW neu setze mit hier, mit dieser Kamera, mit der Flugkamera. Also ungefähr so hier. Berechnen. Bam. Kein Problem. Neue Route finden. Okay, lass uns eine Route neu berechnen. Neue Route finden. Weißt du was? Fick dich. Ja! Da habe ich ja voll vermisst und so. Ach du Scheiß, die waren dann. Wollen wir wirklich Schwerlasttransporte machen? Nur so als Frage. Oh, jetzt tauchen wir gar keine auf. Nani? Achso. Weiß das halt. Nee. Das ist andere. Hä? Warte, wir wollen erstmal laden.
Okay, ich sehe gerade, die letzten sind vom 7.1. Aber bloß ein paar. Am 7.1. Was haben wir denn da gemacht? Egal, ich mache mal trotzdem den letzten Speicherstand, den das Spiel gemacht hatte. Habe ich da Let's Plays aufgenommen? Oder hatte ich da was im A? Ach, 7.1. ist heute. Ja, das ist. Ja, okay, nevermind. Klar, das war ja. Wow, wow, Ronny. Der hat jetzt natürlich auch schon Speicherpunkte angelegt. Wegen dieser Spezialmission. Ja, genau. Das heißt, die letzten davor waren wirklich hier die Dinger. Okay. Da ist ja doch alles richtig. Das heißt, wir haben echt schon seit 3 Monaten nicht mehr gespielt. Das ist schon heftig. Gut. Verstehe ich allerdings nicht, warum wir jetzt eine andere Mission haben als gerade eben. Wenn es der gleiche Spielstand ist. Naja, man wird so. Guck mal, jetzt haben wir wieder andere Spielstände. Jetzt haben wir direkt auf der ersten Seite schon wieder ein. Es ist so random. Okay. Gut, was nehmen wir? Nee, nicht nochmal. Das war mir eine Lehre. ganz ehrlich, weißt du was? Der hier. Gut, auf der anderen Seite ist das ein Iveco. Mit 560 PS, 70 Tonnen transportieren. Habe ich nicht wirklich Lust drauf. Aber die Strecke wäre halt sehr schön. Ich glaube, das nehmen wir also trotzdem. Alles andere ist halt gut, dass wir hin könnten. Wir, weißt du was, komm. Wir geben dem Iveco mal eine Chance. Ah, aber ein bisschen LKW-Vielfalt hier haben. Scania und Volvo fahre ich ja so schon die ganze Zeit. Also meistens Volvo natürlich. So, einen großen. Ich lass mal die Witze. Ne? Also. Das Ding, was da drauf ist, habe ich auch in meiner Hose. Okay. So, diesmal steht uns kein Fußgänger vor der Front. Sehr schön. Ah, schöner Hafen, ne? Ah, und wie gewohnt von NCS gute Musik. So, ja, wissen wir. Jetzt müssen wir wieder alles einstellen. Wobei die linke Seite geht einigermaßen. Diesmal müssen wir bloß den rechten Spieler einstellen, der die. F4, nicht 4. Spiel einstellen. Der. Oh, siehst du, bei dem LKW zum Beispiel, da haben wir. Ey, abgesehen von dem rechten Spiegel, stimmt ja alles. Aber guck mal, so stimmt der rechte Spiegel auch. Der muss nur noch ein ganzes Stück weiter. Damit er hier auch in unserer Vorschau. Gut, Pause hier. Also hier, damit das Ding hier auch gut aussieht. Dafür ist das Ding jetzt da. Da sehen wir jetzt gar nichts mehr. So. Okay, interessant. Ja, hier vorne haben wir ja keinen Spiegel. Wir haben nur das Ding da, was auch geht, na, aber ist nicht so schön, wie direkt hier oben einen zu haben. Und halt hier oben den für die Seite. Gut, dann würde ich mal sagen, mal gucken, was der LKW so kann. Oh, allein wie langsam der anfährt. Uhu. So, können wir hier rüber? Das sieht mir aus wie so eine Fahrschiene, ne? Egal, können wir trotzdem rüber. Wir fahren auf plus Schritttempo. Da sollte das die Hydraulik des Aufliegers schon mitmachen. So. Warum stehen die da? Müssen wir nicht ab. Ah ne, wir müssen erst. Wir müssen geradeaus weiter. Okay. Da treibt schon, wir müssen da schon runter. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir waren hier bereits, aber ja, offensichtlich war dies bereits alles gelb. Also waren wir auf jeden Fall schon. Den links rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, hier müssen wir jetzt. Ah ne, hier müssen wir jetzt nach rechts. Alles frei. Oh Gott, so eine Laterne, ernsthaft? Gut, dann mache ich mal hier ein bisschen weiteren Bogen, damit wir da links dran vorbei können.
vielleicht nur sogar rechts dran vorbei. Nee, macht keinen Sinn. Wir fahren lieber links dran vorbei. Ich hoffe, nur mit dem Heck des Aufliegers schieben wir nicht den gelben Transporter da gleich weg. Ach, das ist der, der uns folgt. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Mach keinen Scheiß, Junge. Oh, mir fällt gerade diese eine Mission ein, diese eine Schwertransporter-Mission, wo der vordere Wagen da so komplett losgelöst war, ne? Wo einfach alles schiefgelaufen ist. So, auf Verkehrszeichen brauchen wir nicht achten. Wir können fahren, wie wir wollen. Wir sind Schwertransporter. Nimm diese Ausfahrt. Ja, das ist schon mal sehr beruhigt. Immer geradeaus. Selbst Straßenbahn hat, glaube ich, das Nachsehen, ne? So, 50 dürfen wir. Mit dem Motor werden wir die aber nie erreichen. Obwohl, vielleicht doch. Brauchen halt nur eine halbe Ewigkeit für. Wir dürfen in der City mit so einem Auflieger 50 fahren. What the fuck? Ich wollte gerade schon bremsen, weil rot wurde, ne? So, warum ist hier so eng? Was? Vollere Begleitfahrzeug, Wand an, Verkehr. Achso, Verkehr. Passive Geschwindigkeitsvermeidung von Kollision. Stimmt, das war ja das Ding, wo wir so ewig warten mussten, ne? Ja, hier dürfen wir so noch 40 fahren. Auf Fliegerschaden? Was? Ja, noch. Achso, weil er hinten wieder ausgeschwenkt hat, ne? Scheiße. Boah, er kriegt nicht mal die 40 gehalten. Er kriegt gar nichts gehalten. Wir laufen gleich ab. Oh mein Gott, 14 Kammer. Heieiei. Warum fährt er auf den sechsten Gang? Auf jetzt hier. Stopp. So, und jetzt. Steht jetzt ein Polizeiwagen, auch sehr nett. Dass da uns hier alles versperrt. Dein Freund und Zuparker. Ah, genau. Und jetzt müssen wir warten. Bis der hintere Dödel angedödelt kommt. Ach ja. 340 Kilometer. Wie sieht eigentlich sonst eigentlich so alles aus? Wow, okay, wir haben echt viele Kredite gerade offen. Lol. Der war gerade erst angenommen, ne? Ist ja alles hier noch 0 von 35. Ist ja hier alles noch super frisch. Kann sein, dass wir uns letztens die ganzen Personen erst neu gekauft hatten? Die letzten, wer wäre jetzt irgendwie sie Mitarbeiter? So, es geht weiter. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So.
Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wird jetzt passen, ne? Ja. Ich muss mit diesem Ausschwenk vom Auflieger erstmal wieder reinkommen. Schon lange her, dass ich so einen Auflieger gefahren bin. So, oh Gott, da vorne kommt wieder der erste Zoll direkt. Da habe ich ja ETS direkt wieder vermisst hier. Diese ganzen Zölle überall. Ich sag's ja, die LKWs in ETS sehen zwar schön aus, super geil, aber alles andere, da würde ich ATS definitiv vorziehen. So. Okay, diesmal bleibt auf seine Spur, schon mal sehr schön. Direkt posttraumatische Belastungsstörung. Wie ich schon aus meinem Augenwinkel sehe, wie er da vorne wieder durchfährt. Traumata werden wach. Wenigstens sind wir schon in breite Umgehungsstraße. Ja? So bitte alle. Weil ich meine, die Umgehungsstraßen ist ja dafür gedacht, dass du mit breiten Fahrzeugen langfährst. Also warum die nicht auch einfach so breit bauen wie die jetzt gerade? So, wir müssten da vorne auf die kleine Schlaufe. Das heißt, hier geht es erstmal geradeaus weiter. Wir dürften sogar 60, wow. Also jetzt in der Kurve werde ich natürlich nicht 60 fahren, ganz klar, ne? Das wäre ein bisschen mehr als lebensmüde. Und wieder der links direkt wieder versucht zu überholen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Man merkt schon, auf diesen Auffahrten hier, dafür ist der LKW komplett underpowered. Wie war hier mit 25 Hochdruckern? Ja, leider kriege ich ein Gefühl für dieses hinten ausschwenken. Klappt wieder. Warum steht der da vorne rum? Ich habe kein Horn? What the fuck? Apropos Horn, wir haben. Haben wir unsere Sportbeleuchtung an? Nee, ne? Müssen wir immer erstmal einschalten. Ich gehe irgendwie davon aus, weil die da vorne an ist, bei dem da. Dass hier bei uns auch schon automatisch an ist, aber nee, müssen wir manuell einschalten. Unser Rundumgeblinkste. So, ein bisschen vom Gas gehen. Doppelblinker an. Und dann mal langsam aber sicher. So, Leute. Einmal stehen bleiben. Wir haben Kaffeepause. Jürgen. So viel mit der Folge und dann
sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.